Hi, ich bin Gisem und ich stehe hier vor dem Bikinihaus Berlin am Flughafen. Und ich treffe mich mit Nina von IND Berlin. Die macht nämlich funktionelle Kleidung. Und wir versuchen gemeinsam mal mit den Klischees aufzuräumen, dass funktionelle Kleidung nur für ältere Männer sind, die irgendwie ihre Outdoor-Aktivitäten machen und dabei eher nicht so schön aussehen. Kommt mit, ich ziehe ein paar Teile an und dann sehen wir mal, wie das aussieht. Nina. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier sein dürfen. Na klar, sehr gerne. Wir sind ja hier im Bikini Berlin. Genau. In einer Pop-Up-Box sozusagen. Genau. Erzähl doch mal, was machst du hier und lass uns dich mal kennenlernen mit deiner Modelinie. Also wie gesagt, erstmal herzlich willkommen in unserer Pop-Up-Box. Wir verkaufen hier unsere wandelbare Mode. Mhm. Also das heißt, jedes Kleidungsstück ist auf mindestens zwei Arten tragbar. Wir versuchen so eine neue Art von Nachhaltigkeit in der Mode zu realisieren, dass man insgesamt weniger besitzt und die Teile, die man besitzt, einfach immer unterschiedlich tragen kann, dass es trotzdem nicht langweilig wird im Kleiderschrank. Genau, wir verkaufen ja Frauenmode, Männermode. Ihr habt auch Taschen, habe ich gesehen. Genau, Taschen haben wir jetzt auch neu gemacht, extra, weil so Accessoires laufen doch auch immer ganz gut. Und ja, jetzt sind wir hier für einen Monat. Jetzt lief der eine Monat aber wirklich sehr gut, deswegen verlängern wir jetzt nochmal für vier Monate. Genau. Sehr schön. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du, also dieses nachhaltige Denken, nicht so viel kaufen, nicht so viel konsumieren und nicht so viel wegschmeißen, wie hat sich das bei dir entwickelt? Naja, ich meine, ich wollte schon während des Modedesign-Studiums, war mein langfristiges Ziel die Selbstständigkeit. Mhm. Und dann überlegt man natürlich als Designer, welches könnte das passende Konzept sein, wie will ich mich von anderen Labels abheben. Dann kam mir schon während des Studiums die Idee, wandelbare Mode zu machen. Mhm. Damals ging es eigentlich eher darum, so ein bisschen Mode zu machen, die man auf seine Gefühle anpassen kann. Okay. Weil ich so prinzipiell eher so ein bisschen der launische Mensch bin, wenn man irgendwie keinen Bock hat, dann machen wir Kapuze oder ohne Kapuze und so weiter. Okay, und cool. Dieses Konzept habe ich dann nach dem Studium, nach ein paar Jahren Berufserfahrung, dann doch nochmal aufgegriffen und dann wirklich realisiert. Ja. Das erste Produkt war ja dann eigentlich meine patentierte Erfindung, der sogenannte TROC. Okay. Tasche, Weste, Rock in einem. Das muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Zeige ich dir Und um diesen TROC herum habe ich dann einfach eine ganze Kollektion aufgebaut, für Männer und für Frauen. Und genau, und so kam mir das halt. Und weil ich denke, ist das, der Markt ist eh schon so überflutet. Hm. Es gibt eigentlich schon noch alles. Ein Label, das noch irgendwelche Wegwerfprodukte kreiert und verkauft, sondern wir wollen halt wirklich versuchen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber wir wollen wirklich versuchen, die Modewelt so durch unsere modernen Tacken besser zu machen. Klingt fantastisch. Klingt fantastisch. Okay. Also so funktionelle Kleidung hat ja auch so ein bisschen so einen negativen Image. Touch. Da denkt man irgendwie eher so an ältere Männer, die jetzt irgendwie so outdoor, Und das sieht alles eher mal nicht so schön aus. Ja. Wie kommt es denn? Du hast ja gesagt, es läuft sehr gut. Ja. Aber was gibt es denn da so für Reaktionen von den Menschen, die deine Kleidung dann auch erstmal so verstehen müssen? Ne? Die meisten Leute sind doch sehr beeindruckt, was man durch perfekt platzierte Zipper oder Druckknöpfe alles aus so einem Kleidungsstück herausholen kann. Dann viele Kunden sind einfach wirklich auch sehr beeindruckt, oder eigentlich die meisten, wie weich und toll meine Stoffe sind. Ja. Weil wir wählen wirklich sehr gut aus, was wir verarbeiten. Die meisten Stoffe, also alle Stoffe kommen aus Europa, viele aus Deutschland, viele aus Italien. Das heißt wirklich, unser Produkt ist fair, transparent. Wir nähen es ja alles selbst in dieser Box. Ja. Also die Leute sehen, wo ihre Sachen herkommen. Ja. Und das schafft natürlich auch so ein Vertrauen. Total. Und deswegen, glaube ich, läuft es auch ganz gut. Und natürlich, wir versuchen mit trendmäßig die Farben anzupassen, die Form anzupassen, dass wir nicht jetzt irgendwie zu ökig werden oder zu basic, weil wir wollen Sachen machen, die normal, die jeder normale Mensch tragen kann. Genau. Ja. Das ist nicht Haute Couture oder sonst was, einfach coole Klamotten mit dieser Einzigartigkeit, dieser Wandelbarkeit. Da hast du ja eigentlich auch schon meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte halt fragen, wer kauft denn bei dir ein? Also wer sind deine Kunden? Also mein Hauptklientel sind wirklich in der Tat eher Männer. Okay. Also gut, jetzt in einem Monat hat sich wirklich 50-50 aufgeteilt. Ja.
also wirklich Männer, Frauen, so ja. Zielgruppe würde ich sagen zwischen 35 und 45, weil natürlich, weil es handgemacht ist, ja. ist es jetzt auch nicht, hat es einfach einen mhm. wertigen Preis, so würde ich mal definieren. Genau, deswegen auch etwas reifere Leute greifen auch gerne zu, aber ja, und das Coole hier halt am Bikinihaus ist, ich habe wirklich Kunden aus der ganzen Welt. Aus der ganzen Welt. Also wirklich. Ja. Nur gestern hat mir jemand aus Neuseeland, Australien, Schweiz, Amerika, Südamerika, also Kanada. Also perfekt. Das ist wirklich unglaublich, wie ich diese Plattform jetzt auch nutzen kann, um mein Label wirklich in die komplette Welt Toll. Genau, du bist ja jetzt erstmal hier an diesem Standort, aber ziehst auch Ende des Monats, genau, hast du mir vorhin erzählt, in die Box da vorne, da kannst du dich noch mehr, noch mehr ausbreiten und noch mehr präsentieren. Auch. Super. Ja, genau. Ich würde noch gerne wissen, woher nimmst du denn die Inspiration, dann deine kreative Arbeit dann auch täglich fortzuführen? Also neben halt so Kunst- und Kultureindrücken ist eigentlich meine Hauptinspiration mein lieber Freund, weil er einfach auch ein sehr, sehr gutes Empfinden für Farben und Formen hat und weil er einfach mich so glücklich macht, dass ich durch dieses Glücklichsein auch immer neue Ideen habe und so weiter. Also, ja. Toll, schön. Genau. Genau, später kommen auch noch zwei Mitarbeiterinnen von dir, die dann auch hier, die dann auch hier nähen werden. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja. Ich würde total gerne noch was mal anprobieren. Na klar, gerne. Und einfach mal an mir selber testen und mal fühlen und schnuppern. Du genau. Du wirst dich verlieben. Ja. Ich fange schon mal vor. Sehr gut. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Na klar, gerne. Und ja, ich würde sagen, wir drehen hier einfach mal eine Runde und, und ich probiere was an. Na, sehr gerne. Cool. Ja, das würde ich total gerne anprobieren. Das strahlt mich so an. Das ist unsere neue Wendejacke. Okay. Die kannst du entweder so mit dem Bundfett oder draußen tragen oder mit Schwarz-Weiß. Gehen ohne Schwarz-Weiß. Okay. Kannst du jetzt mal bunt versuchen? Ja. Ja. Sieht gerade zu Spaß mega aus. Auch extra ohne Verschluss, weil ich finde, so eine Jacke muss offen getragen werden. Ja. Sonst ist da zu viel los. Mhm. Und so mit den schönen Passen hier. Genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin aber sehr, sehr gut. Ganz weg anlassen.